Ah, dann vielen Dank, dass das heute so kurzfristig hingehauen hat mit dem Spatenstichtermin. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Joint Venture, der Glasfaser Plus, hier den Glasfaserausbau für Willingen einläuten. Wir hatten ja die ersten Gespräche mit der Kommune, denke mal, ist gut 2 Jahre her. Ja, freuen uns, dass es jetzt endlich soweit ist, dass eine Baufirma gefunden wurde mit der Firma Grupofol und ja, wir hier in Willingen loslegen können. Grupofol. Zum Ausbau selber vielleicht noch ein paar Worte. Die Glasfaser Plus ist quasi ein Joint Venture, was von der Deutschen Telekom gegründet wurde, mit dem Hintergrund, im ländlichen Raum 4 Millionen zusätzliche Haushalte auszubauen. Also zum einen steckt hinter der Glasfaser Plus zu 50% die Deutsche Telekom. Zum anderen steckt ein Investor mit dahinter, der quasi zusätzliches Kapital mit reingibt, um diese 4 Millionen Haushalte zu realisieren. Eher ländlicher Raum. Willingen ist in Nordhessen eine der Kommunen, die wir über die Glasfaser Plus ausbauen können. Wir sind in Ausbaugebieten, also wir, die Telekom, sind in Ausbaugebieten der Glasfaser Plus sozusagen immer der Ankermieter auf dem Netz der Glasfaser Plus. Aber es haben, und das ist uns auch sehr wichtig zu betonen, alle anderen Anbieter die Möglichkeit, mit der Glasfaser Plus in Gespräche zu gehen. Das ist ein Open Access, das ist ein offenes Netz, was diskriminierungsfrei angeboten wird. Und der Glasfaser Plus ist es wirklich auch ein wichtiges Anliegen, dass möglichst viele andere Anbieter auf dem Netz aktiv werden. Deswegen gerne auch der Aufruf nochmal an andere Telekommunikationsunternehmen, da in Kontakt zu treten mit der Glasfaser Plus, um ihre Produkte zukünftig auch auf diesem Netz anbieten zu können. Zum Netz selber. Wir greifen auf bestehende Technik der Telekom zurück. Das heißt, das Netz wird an die Knotenpunkte der Telekom angebunden. Das ermöglicht uns sozusagen mit Licht im Rücken zu bauen. Das heißt, die Glasfaser ist mit Baubeginn sozusagen vom ersten Tag an beleuchtet. Und das ist eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger der große Vorteil. Es muss nicht gewartet werden, bis das Netz hier im Ort komplett gebaut ist und dann legt jemand den Schalter um, sondern Haus für Haus diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich entschieden haben, sozusagen auf einen Glasfaseranschluss zu beauftragen, werden der Reihe nach in Betrieb genommen. Mit Fertigstellung der Bauarbeiten kann ich mich quasi selber entscheiden, meinen Anschluss direkt in Betrieb zu nehmen. Muss nicht warten, bis der ganze Ort ausgebaut wurde. Das bedeutet, wir sind im Moment, fangen im Moment an, in Willingen im Kernort mit 1100 Haushalten. Da läuft der Beginn der Bauarbeiten jetzt mit ersten Vorbereitungen in diesem Jahr. Und wir wollen im Anschluss auch, wenn wir hier im Kernort dann fertig sind, den Ortsteil Usseln ausbauen mit weiteren 600 Haushalten. Aber auch ganz klar die wichtige Botschaft, wir bauen den Ort aus, damit es aber als Einwohner in meiner Immobilie landet, muss ich eben auch selber tätig werden. Das heißt, ich muss einen Glasfaseranschluss beauftragen, damit die Glasfaser dann nicht im Gehweg vor meinem Haus vorbeiläuft. Ich muss aktiv werden, damit die Glasfaser dann auch sozusagen in meine Immobilie eingebracht wird. Und das Ganze ist für alle Bürgerinnen und Bürger während der Bauphase kostenlos möglich. Dann spare ich mir die 800 Euro, die für den Hausanschluss entstehen würden. Deswegen können wir auch wirklich nur noch mal dazu aufrufen, jetzt, wer es noch nicht getan hat, schnellstmöglich aktiv zu werden. Weil nach Abschluss der Bauarbeiten ist dann auch davon auszugehen, dass es entsprechend irgendwann kostenpflichtig wird. Okay, vielen Dank, Herr König, also seitens der Gemeinde Willingen-Upland.
Das Thema Digitalisierung hat inzwischen alle Lebensbereiche in einer Gesellschaft erfasst. Für Unternehmen ist es sowieso schon ein zwingendes Muss, um überhaupt noch bestehen zu können und am Markt teilnehmen zu können, am Marktgeschehen. Aber inzwischen auch in privaten Haushalten ist Digitalisierung im fortgeschrittenen Stadium unerlässlich für alle Bereiche des Lebens. Deswegen betrachtet es die Gemeinde Willingen-Upland als wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge, dass eine möglichst gute Infrastruktur und Versorgung der privaten Haushalte und auch der Wirtschaft mit den erforderlichen Technologien gegeben sein muss. Wir haben da in den vergangenen Jahren unter Federführung von Christoph Bangert, der heute auch hier ist und dessen Arbeitsleistung ich auch da mal ausdrücklich anerkennen möchte, immer darum bemüht, eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Im Großen und Ganzen haben wir erstmal eine Grundversorgung, mit der wir bisher leben konnten, aber wir müssen davon ausgehen, dass der technologische Fortschritt sich so entwickelt, dass einfach irgendwann mehr Leistungen in den Haushalten, in den Betrieben ankommen muss. Und deswegen ist die Verlegung von Glasfaser in unserer Gemeinde für mich persönlich ein Riesenerfolg, dass die Telekom mit dieser Infrastrukturmaßnahme jetzt beginnt, beziehungsweise die Glasfaser Plus jetzt damit beginnt, mit dieser Strukturmaßnahme in unserer Gemeinde. Wir freuen uns darüber sehr und unterstützen das Ganze auch sehr engagiert. Was man auch dazu sagen kann, was von großem Interesse sein dürfte, wir haben es gerade von Herrn König gehört, es wird erstmal nur ein Teil unseres Gemeindegebietes erschlossen, also ein Teil der Haushalte in unserem Gemeindegebiet. Das ist aber schon mal besser, als wenn wir gar keinen Staat hätten. Aber auch wieder Christoph Bangert, wir haben uns da gemeinsam drum bemüht, dass wir hier weitergehende Erschließungen in der Gemeinde ermöglichen können, haben einen Förderantrag gestellt für die Bereiche, die eigenwirtschaftlich nicht zu erschließen sind. Das betrifft dann eigentlich die Haushalte in allen Ortsteilen und die Randbereiche von Willingen und Usseln und haben da auch Erfolg gehabt. Wir sind ziemlich sicher, dass wir da Fördermittel bekommen werden. Die Maßnahme wird ungefähr 16,8 Millionen, meine ich, werden es kosten. Und 90% dieser Kosten werden getragen durch Fördermittel vom Bund und Land. Und 10%, also rund 1,6 Millionen, müsste die Gemeinde selbst aufbringen. Wobei wir das natürlich gerne mit den Partnern machen würden, die dann diese lukrative Förderung für den Infrastrukturausbau zugutekommt. Aber das muss noch geklärt werden, ob sowas möglich ist oder nicht. Im Moment haben wir die Auskunft, die Gemeinde müsste den Anteil selber tragen. Aber ich denke, wie wir den refinanzieren, das ist dann eine zweite Frage. Also unterm Strich werden wir uns da drum bemühen, dass wir an diese Fördermittel kommen. Sie sind in Aussicht gestellt, das kann man ruhig so öffentlich sagen. Und jetzt müssen wir natürlich noch entscheiden, politisch wollen wir diese Investitionen mit diesen 10% mittragen. Das ist noch nicht entschieden, aber das wird demnächst auf der Tagesordnung von der Gemeindevertretung stehen. Und dann würde es mich natürlich freuen, solche bewährten Partner wie zum Beispiel die Telekom oder die Glasfaser Plus auch in diesem Projekt gewinnen zu können. Und dann bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren hier in Willingen versorgt sind mit dieser Technologie, mit diesen Leitungen, mit den Glasfaser und damit beste Lebensvoraussetzungen sowohl im privaten Sektor als auch im wirtschaftlichen Bereich haben. Gerade Hotels auch brauchen hohe Rechnungsleistungen, Rechnerleistungen in der Regel, weil die Gäste ja heute alle mit entsprechenden Geräten in den Häusern unterwegs sind und diese Rechengeschwindigkeiten brauchen. Ja, also ich kann nur sagen, für mich ist das heute ein toller Tag hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr König. Ich kann das nur bestätigen. Wir reden seit ungefähr 2 Jahren. Sowas will gut vorbereitet sein, so ein Großprojekt. Das haben Sie getan. Und mich freut, dass die Telekom sich von Anfang an so aufgestellt hat, gesagt, wir haben da Interesse dran und es jetzt auch macht. Muss man sagen, die Zusammenarbeit verläuft bisher sehr positiv und sehr angenehm.